Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Der Monat beginnt harmonisch und liebevoll, aber in der zweiten Monatshälfte kann es in euren Beziehungen zu einigen Komplikationen kommen. Wenn nötig, kann ich euch natürlich gerne in einer persönlichen Beratung helfen, eure Situation zu klären. Schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei, da könnt ihr eure Wunschberatung gleich buchen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Auch diesen Monat verlose ich nochmal eins meiner Jahreshoroskopbücher. Das Jahr ist ja noch frisch und da habt ihr dann noch viele interessante Daten zum Nachschlagen. Mehr dazu am Ende des Videos. Also, bleibt dran! Für euch ist es ganz wichtig, dass ihr den Erlebnishintergrund im Kopf behaltet, den ich im ersten Teil des Jahreshoroskops ausführlich gedeutet habe, auch mit den Geburtstagskindern, die die wichtigen Aspekte auf ihre Sonne empfangen. Das könnt ihr natürlich auch im Buch nachschlagen. Saturn, Lilith und Pluto stehen alle im Steinbock und das heißt, jetzt kommt es auf euch an. Ihr müsst selbst die Verantwortung dafür übernehmen, dass es in euren Beziehungen und in eurem Leben läuft. Bei den Geburtstagskindern haben sich ein paar Faktoren leicht verschoben und die nenne ich euch jetzt. Saturn steht im März auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 29. Dezember bis 1. Januar und das macht das Leben ganz schön anstrengend. Die Lilith macht euch rebellisch und kompromisslos, wenn ihr vom 3. bis 7. Januar Geburtstag habt und eine ähnliche Wirkung hat Lilith, wenn euer Aszendent sich zwischen 12 und 16 Grad Steinbock befindet. Pluto transformiert die Geburtstagskinder vom 10. bis 13. Januar. Und der Uranus hat einen anregenden, aber teilweise auch störenden Einfluss für die Geburtstagskinder vom 15. bis 19. Januar. Ich selbst hatte diesen Einfluss von Uranus im Januar und Februar auf meiner Sonne und mir ging es so, dass ich deutlich mehr technische Probleme hatte als sonst, vor allem mit meiner Computeranlage und der Software. Ich hatte zum Beispiel einen Absturz während meines Webinars Saturn-Probleme heilen, solche Sachen. Beobachtet ihr das auch mit dem harten Aspekt zu Uranus? Dann schreibt mir das doch gerne. Entweder per E-Mail oder hier auf YouTube oder auch bei Facebook, wie es euch mit dem Uranus so ergeht. Das interessiert mich total. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen an. Der März geht erstmal gut los mit angenehmen, schönen Liebesaspekten. Hier von der Venus, der Sonne, Neptun und Merkur. Die stehen alle in den Fischen und üben einen sanften und liebevollen Einfluss auf euch aus. Und zwar vor allem für die zweite und dritte Dekade des Steinbocks. Eure Top-Tage des Monats liegen alle am Monatsanfang, solange die Fischeplaneten noch in Harmonie zum Steinbock stehen, nämlich am 1., 2. und 3. März. Und in diese Zeit, in der Nacht vom 1. auf den 2. fällt auch der Vollmond. Der steht sehr harmonisch zur Steinbocksonne. Deshalb nutzt diese Zeit, um eurem Partner ein bisschen Zärtlichkeit zu zeigen und nehmt jede Gelegenheit mit, der Liebe zu dienen. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr die inspirierende Seite dieser Einflüsse nutzen, zum Beispiel für eure Arbeit oder für Kreativprojekte. Ab dem 6. März ändert sich dann die Energie. Dann kommen im Laufe des Monats mehr und mehr aufreibende Aspekte dazu, die für Anspannungen sorgen. Am 6. März geht erst der Merkur ins Zeichen Widder und dann am 7. März die Venus und später auch die Sonne. Und das alles bei euch im 4. Haus der Familie. Und alle Planeten im Widder bilden Spannungsaspekte zu eurer Sonne. Und ab dem 10. März eben auch zu Saturn, Lilith und Pluto. Und da ist dann ordentlich Zündstoff drin. Ich habe schon in der kosmischen Schwingung beschrieben, dass es darum geht, dass Bedingungen gestellt werden und dass es Zoff drum gibt, ob man sich an Vereinbarungen hält. Und wahrscheinlich seid ihr diejenigen, die auf die Einhaltung der Vereinbarungen bestehen. Wenn ihr gerade die Lilith auf der Sonne habt, seid ihr vielleicht auch besonders kratzbürstig und kompromisslos. Oder ihr wollt einfach in Ruhe gelassen werden und euren eigenen Angelegenheiten nachgehen. Und wenn jetzt euer Partner Widder, Krebs, Waage oder ein anderer Steinbock ist, dann kann es hoch hergehen bei euch. Ihr solltet euch vornehmen, den Ball möglichst flach zu halten, nach dem Motto, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass es Anfang April eine deutliche Wende zum Besseren gibt und ab Mitte April und den Mai über sind die Konstellationen wunderbar. Es lohnt sich also wirklich nicht, sich während der zweiten Märzhälfte mit dem Herzallerliebsten oder mit der Familie zu zerstreiten. Darüber könnt ihr auch zu Neumond im Zeichen Fische am 17. März nachdenken.
Der Neumond findet hier statt in eurem dritten Sonnenhaus der Kommunikation. Und deswegen eignet sich die Neumond-Meditation sehr gut, um Heilung und Achtsamkeit für eure Kommunikation anzustreben, wenn da was im Argen liegt. Es würde sich auch lohnen, wenn ihr euch diese Erkenntnisse aufschreibt für später. Wenn ihr selber schreibt oder textet, zum Beispiel für einen Internetblog, dann könnt ihr an diesem Neumond die wunderbarsten Inspirationen erhalten. Am gleichen Tag, etwas später, passiert noch etwas anderes sehr Wichtiges für euch, denn der Mars geht dann in den Steinbock und das kann eventuelle Konflikte nochmal anheizen. Mars im Steinbock gilt als sehr stark, ehrgeizig und eigensinnig und ihr wollt dann zum Beispiel ungestört den Schwung vom Mars nutzen, um euch in die Arbeit zu stürzen. Dumm ist nur, dass die ganzen Widderplaneten hier in Spannung zum Mars Konfliktpotenzial um Familienthemen anzeigen. Ostern steht ja vor der Tür, vielleicht könnt ihr euch nicht einig werden, was ihr unternehmen wollt. Vielleicht seid ihr auch enttäuscht selber, dass ihr so viel zu tun habt und nicht mehr Zeit habt, euer schönes Zuhause zu genießen, denn da steht ja immerhin auch die Venus. Und da möchte man sich dann auch einfach mal gemütlich machen mit seinen Lieben oder zu zweit kuscheln. Die schwierigste Phase des Mars-Aspekts dauert bis Ende des Monats und betrifft vor allem die Geborenen der ersten Dekade. Danach wird es wieder harmonischer und auch erotischer. Am 20. März um 17.15 Uhr ist Frühlingsanfang, dann geht die Sonne in den Widder. Am 23. beginnt die Rückläufigkeitsphase Merkurs und die dauert insgesamt bis zum 15. April. Und bis Ende März ist sie sehr spannungsgeladen. Und darunter könnten die Frühlingsgefühle und die Osterpläne leiden. Es kann zu Missverständnissen kommen oder Familienmitglieder ändern ihre Meinung oder halten sich nicht an Vereinbarungen. Und die Gefahr ist groß, dass ihr dann darüber in Zorn geratet. Gegen Ende des Monats verbinden sich Venus und Uranus hier im Widder und dann wollt ihr euch womöglich radikal aus einer Situation befreien, die euch frustriert. Und das kann sich zuspitzen zum zweiten Vollmond des Monats, der fällt auf den Ostersamstag am 31. März hier und in Spannung zu eurer Steinbocksonne. Und wegen diesen ganzen Aspekten ist es super wichtig, dass ihr euch fest vornehmt, keine endgültigen Entscheidungen zu treffen. Es kann euch sehr helfen, wenn ihr genug Zeit für euch selbst und für Schäferstündchen mit eurem Schatz einplant und viel Sport treibt oder viel Sex habt, um die Marsenergie positiv zu kanalisieren. Macht auch für die Osterferien nicht zu viele Pläne, dann müsst ihr euch auch nicht ärgern, wenn die wieder geändert oder umgeworfen werden. Lasst Zeit und Raum für Spontanes oder unternehmt was für euch selbst ohne die Familie. Denkt immer dran, ab dem 1. April kommen wieder mehr versöhnliche Aspekte und ab Mitte April bis Ende Mai macht sich Harmonie breit. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.